Das züchterische Highlight im Westfälischen Pferdezentrum in Münster ist die Hauptkörung der Reitpferde. 67 Junghengste aus dem Jahrgang 2015 stellten sich in den Teilabschnitten Pflastermusterung, Longieren, dies war den Dressurhengsten vorbehalten, Freilaufen und Freispringen. Die Körkommission vergab an 40 Hengste das positive Urteil gekört. Der Siegerhengst der dressurbetonten Kör-Aspiranten, abstammend von For Romans, mütterlicherseits auf den Volllüter Laris Crusader, Donnerhall, Feiner Stern, Pikbube, Kardinal zurückführend, wurde gezogen von Matthias Böckermann aus Damme und ausgestellt von der Hengststation Holkenbrink. Der Hengst stand nicht zum Verkauf und wird somit seine zukünftigen Beschälerdienste in Münster Albachten leisten. Der Springsiegerhengst der westfälischen Hauptkörung 2017 von Cornet Obolensky, abstammend vom Muttervater Montenda, im fallenden Pedigree über Cento, Weinberg und den Vollblüter Wiesenklee, wechselte über die Auktion für 155.000 Euro den Besitzer. Den Spitzenpreis der Auktion erzielte ein Sohn des Trakehner-Hengstes Millennium aus einer Lord Loxley-Mutter im fallenden Pedigree über Lenzer II und Ramiro. Der wohl auffälligste Hengst der westfälischen Hauptkörung 2017, ausgestattet mit großen Linien, viel Schub aus der Hinterhand, Takt und Mechanik, wechselte für 700.000 Euro den Besitzer und wird zukünftig auf dem Gestüt Bonhomme in Werder vor den Toren Berlins aufgestellt werden. Als Premium-Mitglied sind diese und weitere Highlights in der Mediathek auf clipmanhorse.tv abrufbar.